Willkommen zurück in der virtuellen Realität. Mein Name ist Thomas und ihr schaut voodoo.de VR. Es gibt wieder die neuesten Weekly News. A Rogue Escape, das ist ein neues, sehr interessantes VR-Spiel in Steampunk-Style. Es gibt ein Augmented Reality Achterbahn in Japan, Cybershoes für die Quest 2 Kickstarter-Kampagne, Awake In, ein VR-Horrorspiel, Metro und andere Koch-Media-Spiele kommen vielleicht in VR. Dann gibt es eine neue Pimax-Brille mit dem Namen 5K Super. Neue Informationen zur Vario-Brille, das Ende von einigen Oculus-Spielen und ein VR-Stift, genauso wie die neuesten Releases und Sales diese Woche. Danke an meine Sponsoren, Woodgirls VR, Oppermann Events, Peter Wasmer, Andi de Pelzer VR Ambassador und Virtual Escape. Viel Spaß mit dem Video und los geht's! Voodoo.de. Ein sehr interessantes VR-Abenteuerspiel ist in der Mache und zwar nennt sich das A Rogue Escape. Was ist das? Also wir schlüpfen in den Bauch von komplexen mechanischen Wesen, was schon mal völlig verrückt ist. Sowas finde ich aber irgendwie cool und müssen von einem fremden Planeten entkommen. Dazu gibt es einige Action-Szenen. Es gibt aber auch zum Beispiel Puzzle-Szenen oder so, auch eine große Story und so. Und für mich sieht das alles tatsächlich sehr interessant aus hier. Also das ist so ein bisschen, es hat so ein bisschen den Style hier von Bioshock irgendwie. Gefällt mir. Das Ganze kommt 2021 raus für Steam VR und Oculus. Und ihr könnt euch hier auf dem Artikel VR Scout, da gibt es einen Link zu einer Closed Beta, da könnt ihr euch anmelden. Gefällt mir echt gut, muss ich sagen. Eine Augmented Reality Achterbahn. Das ist ja mal geil, oder? Und zwar wird es das geben in Japan, leider ein bisschen weit weg, vor allem zu Corona-Zeiten leicht schwierig bis unmöglich oder auch nicht sinnvoll, da jetzt hinzufliegen. Deswegen ist das für uns natürlich leider ein bisschen schade. Aber es gibt ein Super Nintendo World Theme Park dort und da werdet ihr die Möglichkeit haben, in einer Augmented Reality Achterbahn zu sitzen. Guckt euch das mal an, also ihr sitzt dann in dieser Achterbahn und dann habt ihr diese Brille auf und in euer Sichtfeld werden dann zum Beispiel so Münzen eingeblendet und die könnt ihr dann während der Achterbahnfahrt einsammeln. Geil! Gefällt mir. Ich bin ja schon ein Super Mario Fan, muss ich sagen. Nintendo mag ich auch. Und das Ganze wird am 4. Februar 2021 eröffnet. Osaka! Wenn ihr dadurch aus irgendeinem mir unbekannten Grund in den nächsten Monaten hinkommt, dann würde mich natürlich mal eure Meinung interessieren. Vielleicht guckt sogar jemand zu aus Japan, der meinen deutschen Kanal guckt, wer weiß. Schreibt es mal in die Kommentare, falls das so ist. Würde mich freuen. Und sowas freut mich natürlich auch immer wieder, wenn ein VR-Projekt auf Kickstarter erfolgreich ist. Die Cybershoes wird es ja für die Oculus Quest geben, und beziehungsweise Quest 2. Und da haben die jetzt das Kickstarter-Ziel sogar mehr als verdoppelt. $30.000 waren geplant und $64.000 haben sie jetzt. Und das ist natürlich super, super, super. Die haben das auch innerhalb von 12 Stunden schon erreicht, das Ziel. Und wenn ihr Bock habt, dies zu supporten, hier findet ihr noch einen Link dazu. Die Cybershoes habe ich euch schon mal vorgestellt. Da bin ich so ein bisschen geteilter Meinung. In einigen Spielen ist das geil, in anderen nicht so sinnvoll. Aber gut, das muss ja jeder für sich selber letztendlich entscheiden. Und jetzt gibt es halt für die Oculus Quest. Und da ist es natürlich vor allem interessant, weil wir ja natürlich dann kein Kabel haben. Wir müssen dann nicht das Kabel irgendwo wegführen, wenn wir uns da rumdrehen. Sehr, sehr interessant. Und wenn ihr das halt supporten wollt, dann könnt ihr das auf Kickstarter tun. Ein super Horror-Action-Spiel ist ja in der Mache, Awake In. Und da gibt es jetzt so ein paar neue Szenen hier. Und das sieht für mich alles wirklich sehr, sehr geil aus. Guckt euch das mal an. Absolut cool. Und das sieht für mich alles so nach ein bisschen Steampunk aus und das habe ich euch ja schon erzählt, das gefällt mir sehr, sehr gut. Wir haben auch irgendwie so ein Gerät, was Maschinen irgendwie zum Leben erwecken kann oder so oder in Bewegung setzen kann und das ist sehr interessant. Das Spiel soll 5 bis 6 Stunden gehen, das ist für ein VR-Spiel schon eine Ansage, das ist schon gut und das Ganze soll im Frühjahr 2021 für den PC erscheinen. Das bedeutet, wir können es auch auf der Oculus Quest 2 via Link zocken. Hier unten ist schon der Link zu Steam, da könnt ihr es schon auf eure Wunschliste packen. Und
Ihr wisst ja, Horrorspiele sind genau das Richtige für mich. Da freue ich mich sehr drauf. Awake In. Das ist eine News, die uns alle aufhorchen lassen sollte, im positiven Sinn. Und zwar Koch Media, die haben ja Vertigo Games übernommen. Vertigo Games ist zum Beispiel für Arizona Sunshine zuständig. Und dieser Schritt sagt uns, die sind interessiert an VR, sonst kauft man keine VR-Firma. So, das erste ist, kommt ja bald After the Fall. Da freuen sich auch sehr viele drauf, inklusive mir. Ich habe das schon mal angespielt. Das hat mir sehr gut gefallen. Und jetzt hat der CEO von Koch Media, der Clemens Kundratitz, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, gesagt, es gibt coole Möglichkeiten, Spiele, große Spielemarken in VR zu portieren. Und da hat er explizit Metro erwähnt, Kingdom Come Deliverance und Dead Island. Guck mal, da kriege ich schon wieder Gänsehaut hier, wenn ich mir überlege, dass ich diese Spiele in VR zocken kann. Wie geil ist denn das bitte? Seid ihr mal, die mich kennen, wissen ja, ich bin so Fan von Natur und so tollen Wäldern und so. Bei Kingdom Come Deliverance seid ihr mal in die Wälder gegangen, wisst ihr ja, wie geil das aussieht. Und da stelle ich mir gerade vor, wie ich da durch in VR laufen kann. Oder Metro oder Dead Island. Geil, bitte, bitte, bitte macht das, Leute. Ich bin gespannt. Ich hoffe, das ist nicht nur so ein blöder Spruch von dem, sondern dass sie das wirklich ernst meinen und es zumindest mal in Erwägung ziehen, da ein bisschen was zu basteln und dann mal einen Versuch zu starten, eins von diesen großen Marken in VR zu portieren. Bitte, Leute, macht das vernünftig. Kein fieses Interface, keine Gamepad-Steuerung oder so ein Mumpitz. Bitte eine komplette VR-Portierung, sodass es sich anfühlt, als wenn wir Half-Life Alyx zocken. Danke. Was haltet ihr davon? Welches von diesen Spielen würdet ihr am liebsten in VR zocken? Schreibt es mal bitte in die Kommentare. Und Pimax hat schon wieder ein neues Headset auf den Markt gebracht. Also, wer wirklich bei diesem ganzen Namenschaos noch irgendwie den Überblick hat, den respektiere ich wirklich. Wenn wir mal auflisten, wie viele Namen Pimax schon in den Markt geworfen hat, ich glaube, da kriegen wir so eine riesige Liste. Artisan, Plus, K, OLED, weiß der Geier. Ruggedized und wie es alles heißt, das ist wirklich, wirklich verrückt. Und jetzt gibt es halt die Pimax 5, ich muss es richtig sagen, Pimax 5K Super heißt die. Ja, ich glaube, das stimmt, genau. Und die hat die gleiche Auflösung wie die 5K Plus, auch gleiches Field of View, aber sie hat bessere Audio Strap, besseres Komfort-Kit und die Möglichkeit, 160 Hertz oder sogar 180 Hertz zu zeigen. Junge, Junge, das ist meine Ansage. Das ist mal richtig krass. Wobei, da muss ich auch persönlich sagen, ich sehe da nicht mehr so den Unterschied, ja. Ich sehe den Unterschied zwischen 60 Hertz und 90 Hertz, aber alles, was da drüber ist, ich sehe sogar noch nicht mal den Unterschied bei der Valve Index mit 144. Habe ich euch ja schon beim Review gesagt. Ich sehe den immer noch nicht. Vielleicht sind meine Augen irgendwie zu alt oder so, keine Ahnung. Aber für die, die auf Herzzahl stehen, ist das natürlich eine ganz feine Sache. 180 Hertz ist wirklich eine Ansage. Und der Robin Weng, der, ich glaube, Chef oder ehemalige Chef, das weiß man bei Pimax nicht so genau. Ich glaube, dass der nicht mehr CEO ist. Auf jeden Fall hat der mir versprochen, dass ich dieses Headset bekomme. Ja, und das habe ich sogar hier auf meinem Handy. Das hat er mir versprochen. Und deswegen hoffe ich, dass ich das auch bald bekomme. Und dann kann ich das Ding mal für euch testen. Was haltet ihr davon? Ist das interessant oder ist das wieder nur noch eine zusätzliche Verwirrung bei den ganzen Pimax-Headsets? Übrigens mit der 8KX. Einige haben gesagt, wieso, Voodoo, erzählst du denn nichts mehr von der Pimax 8KX? Wieso ignorierst du Pimax? Nee, das stimmt ja nicht, Leute. Ich will unbedingt die Pimax 8KX haben und die wurde mir auch vom Robin Weng persönlich versprochen. Ich habe sie aber nicht. Ich habe sie nicht. Ich kann darüber nichts berichten. Ich verspreche euch, sobald ich die bekomme, teste ich die für euch, weil ich bin auch sehr, sehr gespannt auf die Pimax 8KX, weil die hat natürlich auch sicherlich ein geiles Display und wie ihr ja mittlerweile wisst, stehe ich auf großes Field of View und ein klares Display mit einem großen Field of View, was man noch halbwegs bezahlen kann, nicht so wie die X-Teil 8K, die ist unbezahlbar. Das wäre was für mich. Da freue ich mich drauf. Wir werden sehen. Vaio hat jetzt die neuen VR-Brillen auf den Markt gebracht, XR3 und VR3. Und da haben sie nochmal eine Schippe draufgelegt auf die ganzen Auflösungen, auf Pixel pro Zoll und weiß der Geier.
Das ist ja eine VR-Brille mit Display im Display. Ne, für den schärfsten Punkt haben die ein extra Display nochmal integriert. Ne? Und da ist halt ein bisschen das Problem, man sieht so ein bisschen den Übergang. Aber das haben die angeblich auch nochmal gefixt. Wenn wir jetzt hier mal schauen, wie krass hier der Unterschied ist. Ne? Also ihr seht das hier, das ist alles gestochen scharf, das hier ist unscharf. Und hier sehen wir mal den Vergleich, ne? Megapixel pro Auge bei der Vaio XR3 sind das 9,7 im Vergleich die Quest 1 2,3 oder die Reverb G2 4,7. Das ist wirklich mal eine krasse Ansage. Aber da sind wir auch wieder so ein bisschen in der Region von verrückten Preisen wie Xtal zum Beispiel. Vaio VR3 kostet $3.200 und die XR3 sogar $5.500. Wir sind da immer noch weit entfernt von der Xtal, die ja 8.000 verrückte Dollar kostet. Das ist allerdings das direkte Konkurrenzprodukt, würde ich mal sagen, für die Xtal, weil die auch Automatik-IPD und Eye-Tracking hat und das ganze Zeug. Allerdings glaube ich, dass die ein geringeres Field of View hat. Das sind alles natürlich Headsets, die für Normalsterbliche wie uns völlig uninteressant sind. Da musst du halt wirklich einen riesen Geldbeutel haben. Aber wenn ich an so eine Brille drankomme, dann werde ich die natürlich für euch auch mal testen. Wacom VR Pen, so heißt dieses Ding hier. Das sieht ein bisschen klobig aus und ich kann mir irgendwie noch nicht so ganz vorstellen, damit vernünftig zu malen oder zu schreiben. Aber das ist ein VR-Stift. Der ist drucksensitiv und das bedeutet, wenn wir da drauf drücken, dann können wir die Linien, wenn wir mehr drauf drücken, stärker malen oder halt, wenn wir leichter drauf drücken, dünner malen. Und das ist natürlich sehr, sehr interessant. Das Ganze kommt mit einer eigenen Tracking-Lösung. Also das verlässt sich jetzt nicht irgendwie auf Lighthouse-System, sondern es gibt eine eigene Tracking-Lösung, die Firma selber gebastelt hat. Das wird, wie das genau funktioniert, weiß nur der Geier. Und das Ganze kann man aber nur via E-Mail bestellen oder zumindest anfragen, ja. Und das soll für alle wichtigen Headsets funktionieren, dass ihr dann in euren 3D-Programmen da in VR malen könnt, zeichnen könnt. Und wenn ich so ein Ding mal bekomme, dann werde ich das sicherlich mal für euch testen. Was haltet ihr davon? Es gibt von Logitech auch schon so ein Ding. Das kostet $750 und damit kann man das auch machen. Ich würde sowas gerne mal ausprobieren, mal sehen, was sich tun lässt. Schauen wir uns mal die neuesten Releases diese Woche an. Auf Steam Project Wingman. Das braucht man, glaube ich, nicht so erklären. Das ist eine Kampfjet-Simulation. Bisschen mehr auf Action natürlich gesetzt. Kann man nicht mit Digital Combat Simulator oder so vergleichen. Hat gute Bewertungen, 25 € auf Steam. Dann haben wir Silent Mansion. Das ist ein Puzzlespiel im dunklen Style. Sieht für mich ziemlich cool aus, muss ich sagen. Und das werde ich sicherlich mal ausprobieren. Das kriegt ihr im Moment sogar im Sale. Dann auf der Quest Contractors. Das ist ein sehr cooles Multiplayer-Shooter-Spiel. Und mir ist allerdings ein Rätsel, wie man solche Screenshots hier benutzen kann. Guckt euch mal die Texturen an. Das ist aus der Hölle. Ich hoffe, dass sie nicht wieder die PC-Version versaut haben deswegen. Aber wir werden sehen. Auf jeden Fall könnt ihr Contractors jetzt auf der Quest spielen. Und Prison Boss auch. Das ist ja auch schon älter, das Spiel. Und das gibt es jetzt für die Quest auf der Rift Alt Deus Beyond Chronos. Das ist ein Science-Fiction-Abenteuer mit viel Roboterkämpfen, Popmusik und also Manga-Style-Figuren. Das kriegt ihr für 40 € und auf der PlayStation VR gibt es nichts Neues diese Woche. So, dann schauen wir uns mal die Sales diese Woche an. Das sind sehr, sehr wenige tatsächlich. Die Kauflaune ist irgendwie vorbei nach dem Black Friday. Auf Steam gibt es Tower Tag, ein super tolles Multiplayer-Plattformspiel für die schnelle Runde für zwischendurch. 70% günstiger, kann ich euch sehr empfehlen. Dann Guns N' Stories Bulletproof, ein Singleplayer-Western-Ballereispiel, 50% günstiger. Da, auf der Oculus Quest ist es immer sehr schwer. Die Sales gehen so kurz, dass ich, wenn ich Samstag das Weekly News Video aufnehme, sonntags das schon wieder vorbei ist, tut mir leid. Wie auch immer, bei Rift hat sich was getan. Guck mal. Der Sale-Bereich ist so klein geworden. Ich glaube, das geht jetzt so langsam ein bisschen den Bach runter mit der Rift bei Oculus. Da sind nur noch drei Spiele drin. Komisch. Genauso bei PlayStation VR, da habe ich irgendwie
in diesen Sales gar nicht viel gefunden, aber dafür Paranormal Activity The Lost Soul, für mich eins der besten, das beste Horrorspiel, kriegt ihr 70% günstiger. Das kann ich euch wirklich sehr empfehlen, wenn ihr Bock auf Horrorspiele habt. Ja, dann bin ich mal gespannt, wie ihr so die nächste Zeit verbringt. Viele Leute haben ja jetzt VR-Brillen gekauft, gerade zum Black Friday oder kurz vor Weihnachten oder so. Und ich bin mal gespannt, wie ihr so jetzt dazu steht. Was ist denn euer Lieblings-VR-Spiel? Was hat euch am meisten gefreut an VR? Was hat euch am meisten aufgeregt an eurer neuen Brille? Oder. Das würde mich mal interessieren. Und ich bereite jetzt demnächst auch noch die Reviews vor für verschiedene andere Brillen, zum Beispiel die G2 oder die Augmented Reality Brille Remax Kian. Und da bin ich mal sehr, sehr gespannt drüber. Es wird auch noch viel anderes Zeug kommen. Da bin ich noch mehr gespannt drauf. Also abonniert bitte meinen Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Ich verspreche euch, da kommt in nächster Zeit richtig geiler Scheiß. Also bis zum nächsten Mal in der virtuellen Realität. Haut rein, ciao! Voodoo.de